Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV mit einem neuen Video aus Stuttgart. Heute heißt es für mich jetzt mal wieder die Runde zu machen und dafür bin ich für euch auch gleich in die Luft gegangen. Ich bin hier auf der Dachterrasse des ITS, also des ITS, der Infoturm Stuttgart. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Projekt oder euch über die Geschichte informieren wollt, über den Bau, was auch immer, das ITS ist eure Anlaufstelle. Und dann nach getaner Arbeit, wenn ihr es dann geschafft habt und die Geschichte durchwandert habt, dann könnt ihr diesen gigantischen Ausblick genießen von der Dachterrasse. Ne? Fehlt eigentlich nur noch Kaffee und Kuchen oder so, ne? So irgendwie oder so eine Dachbar. Nun gut, auf jeden Fall blicken wir hier, haben wir einen tollen Ausblick über den Bahnhof. Und hier oben kann ich jetzt mal was erklären, was ich jetzt dann doch schon öfters erklärt habe. Aber die Frage kommt doch immer wieder. Da hieß es letztens mal wieder, stimmt es, dass der Bahnhof schräg ist? Und stimmt es, dass er so schräg ist, dass es gar nicht erlaubt ist? Nun, Antwort 1, ja, der Bahnhof ist nicht ganz horizontal, der ist leicht geneigt. Antwort 2, nein, das stimmt nicht, das ist erlaubt. Es gibt zwar eine Eisenbahnbauordnung, die spricht aber nur davon, dass die Neigung einen bestimmten Wert nicht übersteigen soll, wenn möglich. So, und da sind wir schon an dem Punkt, wenn möglich. Es war nicht möglich. Und zwar haben wir hier zwei Störfaktoren, was wir jetzt nicht ganz so gut sehen, aber unter dem Personensteg, da läuft der S-Bahn-Tunnel. Der S-Bahn-Tunnel ist relativ tief, ja, also hier noch unter der Bahnhofsbodenplatte. Und ihr wisst ja vielleicht, Stuttgart hat Mineralwasservorkommen. Und also eins kann man tatsächlich sagen, schon von den allerersten Überlegungen, Planung her, nein, nicht mal Planung, schon bei den allerersten Überlegungen für einen Tiefbahnhof in Stuttgart, für eine, wie auch immer, für einen Anschluss der ICE-Strecke, war gleich das Thema Mineralwasserschutz im Raum. Geht das überhaupt? Wir haben Mineralwasser. Geht das? Und die Antwort war, ja, das geht schon. Man muss aber eben ein bisschen aufpassen. Man muss ein paar Dinge achten. Und eines dieser Dinge ist, man darf einfach nicht zu tief, ne? Weil irgendwo man dann sonst voll in diese mineralwasserführenden Schichten bohrt, gräbt. Und solange man das nicht tut, ist das alles kein Problem. So, und dann war klar, okay, S-Bahn-Tunnel. Und da drunter kommt dann schon gleich relativ bald das Mineralwasser und dann wusste man, okay, da können wir nicht unten durch, wir müssen oben drüber. So, da hatten wir einen gewissen Fixpunkt. Nun gab es aber dann noch ein zweites Problem und das können wir jetzt von hier sehen. Das zweite Problem war, dass hier wenn mir jetzt der Straßenname einfallen würde, dass da eine U-Bahn fährt, eine Stadtbahn, und zwar direkt unter der Straßenoberfläche und dann da auch noch eine Haltestelle ist, die Haltestelle Staatsgalerie. Nun, die Haltestelle hat man dann gesagt, die verschieben wir ein Stückchen. Das ist nicht so tragisch, die ist jetzt da drüben. Und dann hat man eben die U-Bahn, dann hat man gesagt, wenn wir die U-Bahn nach oben nehmen ein wenig, da war noch ein bisschen Platz, dann können wir mit dem Tiefbahnhof unten durch. Und jetzt ahnt ihr schon, wir sind jetzt also über der S-Bahn durch und hier unter der U-Bahn. Und somit ergibt sich einfach eine bestimmte Neigung. Und um das mal einzuordnen,
wir beschäftigen uns ja auch mit dem Städtebau auf den frei werdenden Gleisflächen. Und da hinten im Rosensteinviertel, da gibt es eben das Problem, dass eben die Bahnanlagen quasi senkrecht zum Schlossgarten abfallen. Und auf einer unserer Veranstaltungen haben wir mal diskutiert, wie man da einen schönen, sanften Anstieg, eine barrierefreie Lösung hinbekommen könnte. Und das muss man sagen, das ist mit einigem Aufwand verbunden. Aber dann kam ein Einwand aus dem Publikum und der sagte, ja, also ich weiß ja jetzt gar nicht, was Sie hier quasi für einen Stress machen, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, ja, mit dieser Neigung. Wir leben hier in Stuttgart, hier ist alles schräg, ja, und wenn ihr jetzt mal schaut, da drüben der Hang, da hat er ja nicht ganz Unrecht. Stuttgart hat die sogenannten Steffele, ganz berühmt, viele, viele Treppen erschließen diese Hänge und natürlich ist es so, dass man hier im Talkessel ja doch immer irgendwo mit einer gewissen Steigung und Gefälle leben muss. Ne? Und nichts anderes passiert beim Bahnhof. Und von dem her ist das, denke ich, auch nicht tragisch. Kann ich ja machen. Ja, hier fährt ein Kechstützenschalungsteil auf dem Kerrele, wie man so schön sagt. Ich habe es ja schon öfters erklärt, jetzt können wir es mal, haben es auch schon ein, zweimal gesehen, jetzt können wir das hier live und in Farbe sehen, wie so ein Schalungsstück versetzt wird. Hier sieht man es jetzt dann noch mal besser. Der Kollege muss jetzt die Kurve kriegen. Ich habe ja jemanden auf den Bau geschrieben. Ja, und da ist, da diese Kirchstütze vor uns schon betoniert ist, wird dieses Schalungsteil hier nur zwischengeparkt. Und dann braucht man eben den Kran, um es überzuheben. Ja, nee, noch nicht, aber was will ich noch? Also er will auch noch filmen, aber wenn ich ihn nicht mache, dann weiß ich. Tja, ihr Lieben, Hubert macht mir wieder hier Konkurrenz. Ich hatte ihm für heute eigentlich filmfrei verordnet, aber das hält er nicht aus. Ich sag, man kann auf jeden Fall das sicher. Ja, hier sehen wir das nördliche Ende der Bahnhofshalle. Und das Baufeld 12 mit den Kelchstützen. Drüben entsteht noch eine weitere Kelchstütze, die gerade
geschalt wird. Und hier handelt es sich um einen Galeriekelch. Galeriekelch, weil der eben seitlich solche Öffnungen hat. Und die haben hier nicht nur seitlich Öffnungen, sondern hier ist auch der sogenannte Launch-Bereich, der direkte Übergang in die alte Bahnhofshalle. Und man sieht hier, dass quasi der Kelch, wo der Kelch an der Wand der Bahnhofshalle angedockt wird, eben auch hier quasi Niveau erstes OG, sage ich jetzt mal so. Und dann für so einen Galerie, normalerweise brauchen wir ja für so einen Kelch einen Kelchfuß. Sehen wir zum Beispiel hier vorne, so in Gelb. Und dann eine sogenannte, was wir Kelchblüte nennen, obendrauf, das restliche Stück. Und für so einen Galeriekelch mit so einer Öffnung, da braucht es halt eben noch Hilfskelchfüße, ja? Um so diese, ich nenne das immer arkadenartige Öffnungen zu produzieren. Und das hier ist der Hilfskelchfuß, der eben auf einem höheren Niveau steht als der gewöhnliche Kelchfuß und hier nur dazu da ist, um diese schönen Bögelchen zu machen. Während der Hubert in die falsche Richtung guckt, kommt das Kerle mit dem Schalungsteil tatsächlich hier auf der anderen Seite an. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das da unten durchpasst. Aber wir lassen uns ja immer gerne eines Besseren belehren. Ja, einen Moment lang dachte ich, er möchte unter diese Kelchstütze einparken, aber die ist ja schon längst betoniert.
Ja, wie war das? Wir machen den Weg frei. Beziehungsweise ich glaube eher, dass die Stahlplatte gezielt in den Weg gelegt wird, um hier eine kleine Unebenheit auszugleichen. Wir werden es gleich sehen. Jetzt muss ich auch ein bisschen reinschwätzen. Die haben da unten so eine Rille mit Holzlatten und da wollen sie drüber. Ja, genau, das ist die Unebenheit, von der ich sprach. Diese Rille. Der Spalt ist überbrückt und jetzt geht die Reise weiter. Aber ich glaube, dieser kleine Spalt, der macht auch deutlich, warum es nötig ist, die Gleisgruben zu verfüllen. Ihr seht jetzt ja da unten nur eine Betonfläche, aber es sind ja hier Höhen und Tiefen, Bahnsteige und Gleisgruben und die sind ja verfüllt und zubetoniert, weil sonst könnte man da unten niemals Kirchstützen bauen, weil halt eben die Schalung ein Vielfaches größer ist von der Grundfläche als so ein Bahnsteig. Und ihr seht, allein schon so eine kleine Holzrille, Dehnfuge bringt dieses Kerle in Verlegenheit und deswegen ja, ist da auch nichts mit metertiefen Gleisgruben überfahren. Ne? Alle, die jetzt bei diesem Anblick an Kuchen denken, lasst euch gesagt sein, ihr seid verfressen, so wie ich auch. Jochen, komm, wir gehen zu einem Cappuccino und Kuchen. Thank you.
Ja, und fast am Ziel. Müssen die Stützen abgelassen werden seitlich und dann schon bald steht das Schalungsteil auf eigenen Beinen, sprichwörtlich. Vor uns dann noch das Baufeld 15 und die Kirchstütze ist inzwischen zum zwei Drittel ausgeschalt und jetzt wird die sogenannte Hutze armiert, die Betonhalterung für das Lichtauge. Und das heißt auch, da wo jetzt die Kollegen laufen, da auf diesem Niveau wird in Zukunft so in etwa auch der neue Schlossgarten sein. Und da merkte doch letztens auf Facebook ein Fan an, warum das dann Tiefbahnhof heißt, wenn man hier doch locker im ersten OG ist. Nun, wir sind hier im ersten OG und das ist ja auch so in etwa einer der Gründe, warum der Seitenflügel hier, die Bahnhofsflügel nicht erhalten werden konnten. Und es ist trotzdem ein Tiefbahnhof. Und man kann noch Folgendes sagen, der Ingenhoven, der hat in seinem Entwurf, im Architektenwettbewerb, den Bahnhof am tiefsten gelegt. Ja, also das ist die tiefste Tiefbahnhof-Variante. Und während die einen tiefer legen, heben die anderen ab. So, jetzt habe ich es verloren. Wo ist es denn jetzt? Ach Gott. Ja. So, hier, da schwebt es. Hubsteiger to go. Fliegende Hubsteiger. Ja, das gibt es nur bei S21. Ja. Heißt es dann nicht Flugsteiger? Thank you.
Und jawohl, da erfasst. Ja, Touchdown würde ich sagen. Sicher gelandet. Vor uns noch Baufeld 15. Hier wird jetzt die nächste Kelchstützenschalung vorbereitet. Und dann blicken wir rüber zum Baufeld 16. Das Baufeld 16 war ja das erste Baufeld, was begonnen wurde. Und dementsprechend ist es auch schon weit fortgeschritten. Hier ist jetzt der nächste Arbeitsschritt, das Verschließen der Schwindgassen. Ja, da wurden auch diese Schalungen aufgebaut, Gerüsttürmen gelegt sind die. Und das muss jetzt noch armiert werden und betoniert. Und dann, ihr Lieben, dann ist der erste Bauabschnitt im Rohbau fertiggestellt. Ja, das darf man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht vergehen, zergehen. Ja, hier seitlich sehen wir das Oberhaupt des Düger-Cannstatter Straße, weil hier drunter im Baufeld 16 auch noch ein Dügerchen liegt. Und das hier ist kein Düger. Dieser Betonblock vor uns, das ist, nenne ich jetzt mal, das Unterhaupt des Medienkanals. Hier im Schlossgarten, da lief eine Fernwärmeleitung. Nicht nur, weil wir sind ja hier mitten in der Stadt und da ist eine grüne Wiese halt. Nicht nur eine grüne Wiese, da gibt es jede Menge Leitungen, die im Weg waren. Und zuerst hat man die dann einfach in die Baulogistikstraße hinein verlegt. Und seit die Baulogistikstraße jetzt hier nicht mehr, also der Baugrube im Weg war, gibt es den Medienkanal. Da liegt die Fernwärmeleitung jetzt schon drinnen. Und später dann wird hier ein neuer Anschluss entstehen, weil eben das Geländeniveau viel höher sein wird in Zukunft. Ja, ihr wundert euch vielleicht oder habt euch schon gewundert, dass die Rohröffnungen quasi im ersten OG sind. Ganz einfach, weil hier oben später das neue Straßenniveau, Wiesenniveau des Schlossgartens sein wird. Ne? Da kommt noch ein bisschen Erde drauf, hier auf dem Bahnhof. Und dann wird es hier schön irgendwie sanft abfallen Richtung GWM, bis dann irgendwann der Biergarten erreicht ist. Das wird dann so sein. Und hier in der Schuttablage oder wie man das Ding, liegt ein Teil abfahrbereit auf einem Schwerlastanhänger. Und Schwertransporte dürfen ja normalerweise erst zu später Stunde aufbrechen. Ob das heute der Fall ist, das weiß ich nicht. Aber hier parkt's. Und weiter blicken wir in das Baufeld 18 mit Kelchstützenbau. Eine ist schon gebaut, die daneben wird noch gebaut. Und dann ist die Bahnhofshalle auch schon zu Ende. Da hinten kommt das Baufeld 19 mit Tunneln in offener Bauweise. Ja, das schauen wir uns alles heute noch aus der Nähe an. Jetzt habt ihr mal einen Überblick bekommen. Ja, das Schalungselement da unten steht immer noch nicht auf seinen eigenen Beinen oder war noch nicht so gut, dass das Kerle rausfahren kann. Und von dem her würde ich sagen, gehe ich dann mal weiter. Abschnitt 1, da kommen wir jetzt gerade nicht besser ran. Ja, Lieben, ein bisschen besser kriegen wir es doch noch drauf. Eine mal ungewöhnliche Perspektive
mit Blick in Richtung BA2. Wie ihr seht, es wird an der Bodenplatte gearbeitet. Gehen wir mal weiter Richtung alte Bahndirektion. Jetzt der Bauabschnitt 2 und ja, was soll ich sagen, Sie sehen, dass Sie nichts sehen, keine Lücken mehr im Beton, alles fertig, der Bauabschnitt 2 ist fertig. Nochmal ein ganz kurzer Blick von mir frontal auf die alte Bahndirektion. Und dann soll es das auch gewesen sein. Vor uns der Bauabschnitt 3. Nun, es ist vollbracht. Unter der Bahndirektion wurde jetzt betoniert. Hubert und Mario haben das sehr ausführlich dokumentiert. Hier vorne fällt noch ein Stückchen und das überkommt mich ein wehmütiges Gefühl an der Stelle, weil hier habe ich ja immer den Tunnelbau in offener Bauweise erklärt. Und das wird bald nicht mehr funktionieren und darum sollten wir es ganz, ganz dringend nochmal tun, weil was wir hier sehen, sind Zulauftunnel, Tunnelbau in offener Bauweise und das heißt, Achtung, Loch buddeln, Tunnel betonieren, Loch zubuddeln. It's so easy. Ja, und wie ihr seht, Tunnel betonieren ist bald fertig, da drüben ist der Schritt Tunneldecke betonieren abgeschlossen. Und hier fällt sie noch, aber ja, wenn hier mal der Beton drauf ist, dann, ja, dann bleibt noch das Zubuddeln, Leute. Dann bleibt noch das Zubuddeln, ja. Also ich bin ja ganz zuversichtlich, dass ich das vielleicht doch kann 5 Jahre lang, naja, okay. Vielleicht auch nicht. Hier vor uns die wunderschöne alte Bahndirektion. Die treuen Zuschauer wissen es, Denkmal geschützt, konnte nicht abgerissen werden. Und ja, wir haben sie einfach auf Stelzen gesetzt, haben den Tunnel unten durchbetoniert. Also in dem Fall heißt Tunnelbau in offener Bauweise unter der alten Bahndirektion. Hieß Bahndirektion abstützen, Loch buddeln, Tunnel betonieren, fertig. It's so easy. Ja? Also ihr seht, da spart man sich sogar das Loch zu buddeln. Also total easy. Okay, boah. Mehr gibt es dann hier jetzt auch nicht zu sehen.
kurzer Blick hier nochmal über das Baufeld 9, 10 und 11 aus einer nicht, ja, für mich nicht alltäglichen Perspektive. Hier auf der anderen Seite, vor der LBBW, aber auf der anderen Seite der Baugrube. Und dann jetzt der Bauabschnitt 9. Hier beginnt die Bahnhofshalle. Da drüben, das sind diese Öffnungen, das ist die sogenannte nördliche Brillenwand. Hier öffnen sich die Tunnelröhren in die Bahnhofshalle. Und ab hier beginnt dann jetzt die Bahnhofshalle. So, und da hinten, also hier vorne im Baufeld 9, ist die Bodenplatte fertig. Bahnsteige sind betoniert und hier geht es jetzt an den Kelchstützenbau, wobei das hier keine normalen Kelchstützen sind, das sind hier auch Sonderformen. Und da sind wir mal gespannt, wie die gebaut werden. Und da hinten im Baufeld, da ist die Bodenplatte noch nicht betoniert. Und man sieht hier in der Mitte so eine Vertiefung mit Röhren. Das ist ein Kabelkanal. Hier daneben ist ja auch das Technikgebäude unter dem, also wenn man jetzt durch diese Wand durchschauen könnte, würden wir ins Technik, in das neue unterirdische Technikgebäude blicken. Und ja, ich denke mal, dass hier sicherlich so die Hauptkabeltrasse sein wird. Übrigens im Baufeld 12 gibt es auch noch mal so einen Kabelkanal und im Schlossgarten gibt es ja einen ganzen Medienkanal. Der ist dann ein bisschen größer, der ist quasi mannshoch, nicht ganz mannshoch. Ja, und dann blicken wir weiter, sehen den wunderschönen Monatsbau und den Bahnhofsturm, der entgegen aller Prophezeiungen immer noch steht. Ja, es hat ja mal geheißen, sobald da hier irgendwie Grundwasserabsenkungen und der Turm würde auf Eichenpfählen stehen. Und wenn man das Grundwasser absenkt, werden die Eichenpfähle austrocknen und der Turm wird einstürzen. Dann hat man sich lange und erbittert gestritten, ob es jetzt Eichen- oder Eisenpfähle sind. Ja, da gibt es auch alte Dokumente. Und ja, ich meine, Eichen und Eisen liest sich ja fast gleich, nicht wahr? Und nun, der Turm steht immer noch, also waren es wohl doch eher Eisen als Eichenpfähle. Nur so eine Vermutung. Aber auf jeden Fall, der Turm steht noch. Und dann blicken wir weiter zum Baufeld. Sehen erstmal, das ist dieser ganz schmale Streifen mit der Rampe, geht hier quasi unter und dann kommt da hinten das Baufeld 11, das schauen wir uns dann gleich aus der Nähe an. Da ist ein Thema mit der S-Bahn zu lösen. So, hier verlief ja jetzt einige Zeit der Fußweg, die Fußwegbrücke und die hat man dann ja abgebaut. Hat hier noch ein paar Räume gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum Düker gehört. Hier drunter ist ja der Düker Hauptsammler West. Das würde ja durchaus Sinn machen, dass das hier irgendwelche Einstieg-Wartungsluken sind, um in den Hauptsammler hinabzukommen. Und jetzt wird es hier aufgefüllt und dann kann man schon bald hier wieder entlanglaufen. Macht einen Heidenlärm. Aber lieber dicht als nicht ganz dicht, gell?
jetzt vor uns der Bauabschnitt 11. Die treuen Zuschauer wissen, was hier ansteht. Die Überbrückung des S-Bahn-Tunnels. Der S-Bahn-Tunnel, das ist ja einer der Gründe dafür, dass der Bahnhof nicht komplett waagerecht gebaut werden konnte. Es war von vornherein klar, dass es wegen dem Mineralwasser, dem Mineralwasservorkommen nicht ratsam ist, den S-Bahn-Tunnel zu unterqueren, weil man da einfach voll in die mineralwasserführenden Gesteinsschichten graben müsste. Stattdessen hat man sich dann dazu entschlossen, die S-Bahn zu überqueren. Was ja soweit kein Problem ist, nur kleine Herausforderung an der Stelle war ja, dass der S-Bahn-Tunnel nicht... Achtung, ein Personenruf, Frau Dr. Hildegard. Dass der S-Bahn-Tunnel nicht in der Lage ist, die Last des Tiefbahnhofs zu tragen. Ja, also könnt ihr vielleicht schon, man könnte es halt schon tun. Aber dann würde der S-Bahn-Tunnel absinken und dann haben wir keine S-Bahn mehr, sondern eine Achterbahn. Das wollen wir nicht. Deswegen wird hier eine Art Brücke gebaut im Untergrund. Und hier arbeitet man auch mit einer aus dem Brückenbau bekannten Technik, dem sogenannten Spannbeton. Normalerweise wird ja beim Betonieren die Stahlarmierung nur lose eingelegt. Hier wird die Stahlarmierung zusätzlich unter Zug gesetzt. Und hier vor uns sehen wir jetzt die Bahnsteige jeweils mit den Treppenhäusern. Und wenn ich jetzt zoome, das ist jetzt ein bisschen so, dann kann man jetzt hier an der Seite des Bahnsteigs diese komischen Löcher erkennen. Und wenn wir jetzt einen Bahnsteig weiter zur Seite schauen, ja, dann sehen wir aus der Perspektive, ach nein, Entschuldigung, es sind zwei Bahnsteige weiter schauen. Da sieht man, dass da die sogenannten Hüllrohre schon verbaut sind. In diese Rohre werden die sogenannten Spannkabel eingespannt und dann wird es spannend, ne? Sprich, wirklich spannend wird es dann. Ansonsten wird dann später die Bodenplatte zwischen den Bahnsteigen aber komplett schweben, so wie ich das in den Plänen erkennen kann. Aber ich bin wie immer für Korrekturen offen. Ja, apropos Pläne, wir können hier mal zusammen auf den Bauplan schauen. In der Mitte sehen wir jetzt etwas dunkler den S-Bahn-Tunnel und dann den Treppenaufgang von der S-Bahn. Und darüber haben wir dann eben auch die Kelchstütze. Hier steht ja noch eine Kelchstütze, der Sonderkelch mit wiederum den Treppenaufgängen ins Freie. Ja, und wenn wir jetzt noch ein bisschen näher hinsehen, dann erkennen wir zunächst mal links und rechts des S-Bahn-Tunnels diese seitlichen Gründungen und den Spannblock. Und wenn man jetzt ganz, ganz genau hinschaut, dann kann man erkennen, dass zwischen dem S-Bahn-Tunnel und dem Bahnsteig oben ein hauchdünner Spalt Luft ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das geht, weil es wird ja quasi schon direkt auf dem S-Bahn-Tunnel scheinbar jetzt die Bahnsteige armiert. Nun, das ist ganz einfach. Da hat man vorher Sand
aufgegeben, eine Sandschicht. Und auf der Sandschicht wird jetzt die Spannbetonplatte hergestellt. Im Anschluss kann dann diese Sandschicht einfach wieder abgesaugt werden, sobald die Spannbetonplatte mal hergestellt ist. Oh, und dann schwebt der Bahnsteig über dem S-Bahn-Tunnel. Ja, und wenn wir uns hier jetzt den Längsschnitt anschauen, können wir auch die sogenannten Gleisbrücken noch im Detail erkennen. Also zwischen den Bahnsteigen, da wo dann die Züge fahren. Und das sieht so aus, so wie ich das verstehe, dass diese Gleisbrücken dann an den Bahnsteigen quasi eingehängt werden. Ein letzter Blick ins Baufeld 11. Und aus dieser Perspektive sehen wir jetzt am zweiten Bahnsteig ganz schön die vorbereiteten Aufnahmen für die sogenannten Spannkabel. Und ich meine, dass der Fachbegriff hierfür Hüllrohre sind. Ja? Aber ich kann mich auch täuschen. Korrekturen wie immer gern in die Kommentare. Und daneben, da liegen jetzt die Spannkabel mit dem sogenannten Koppelanker. Ja, so habe ich es zumindest mal gelesen, dass das Ding hier der Koppelanker ist. Und man kann sich es jetzt, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das wird dann hier eingefädelt und dann kann man spannen. Dann wird es spannend, sprichwörtlich. Halber blicken wir noch ins Baufeld 12. Wie gesagt, Kelchstützenbau abgeschlossen. Hier müsste man dann als nächstes diese sogenannten Schwindgassen, die Freiräume zwischen den Kelchstützen, verschließen. Übrigens lief hier gerade eine ältere Dame vorbei, die sagte, das wird nie fertig, das wird nie fertig. Ich habe jetzt dann mal nichts gesagt, aber ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, als es hieß, oh, der Bahnhof kann nicht gebaut werden. Kelchstützen, unmöglich. Nesenwachtiger, unmöglich. Es gab Zeiten, da hieß es wird sich niemand finden, der den Bahnhof bauen wird. Keine einzige Firma. Und jetzt schaut mal, hier, Kelchstützen sind gebaut, Nesenwachtiger ist quasi fertiggestellt. Ja, es wird nie fertig werden. Nur, dass halt nie jetzt ein Datum hat. 2025 wird nie sein. Ja, vor uns vom Baufeld 12, der Lounge-Bereich, der sogenannte, hier der Übergang in die alte Bahnhofshalle. Ansonsten gibt es im Baufeld 12 gar nicht mehr zu sehen, weil das bis auf eben diesen Galeriekelch zwischen dem 12 und 13 fertiggestellt ist. Also zumindest die Kelchstützen. Ne? Hier noch BA13 kurz. Hier fällt noch eine Kelchstütze, hier ist noch eine Lücke, die demnächst gefüllt werden muss. Aber zuerst mal sind andere Kelchstützen an der Reihe. Hier wagen wir noch einen kurzen seitlichen Einblick in den BA13.
jetzt blicken wir in den Bauabschnitt 15. Hier ist die Kelchstütze ja betoniert. Da haben wir ja zugeschaut und fleißig mitgefilmt. Und das ist die Kelchstütze, wo ich ja immer sage, man kann den Kollegen über die Schulter schauen. Nun, das kann man jetzt bei der nächsten Kelchstütze da hinten nicht ganz so gut. Wir haben ja gerade beobachtet, wie das sogenannte Kerle ein Schalungselement gebracht hat. Und da sieht man auch mal, diese Kelchstützenschalung besteht immer aus zwei Ringen, quasi dem inneren und dem äußeren. Und darauf kommen dann diese Holzplatten, weil nichts anderes sind diese Schalungsteile, Holzplatten mit speziell behandelten Oberflächen. Und hier an der zweiten Kelchstütze, da muss jetzt noch das Lichtauge, die Hutze armiert und dann betoniert werden. Da können wir jetzt wieder ganz toll über die Schultern schauen. Und da vorne, das kann man jetzt nur schlecht erkennen, da ist gerade die Schausteller-Demo. Ja. Da hupt es und da fahren Fahrzeuge, die Schausteller demonstrieren heute wegen den Corona-Einschränkungen. So, aber wir demonstrieren heute nicht da. Während die einen demonstrieren, die einen brudeln, tun die anderen buddeln sozusagen, beziehungsweise armieren hier fleißig an dem Lichtauge. Und so wie es aussieht, kommen sie da auch ganz gut voran. Die Kelchstütze im Baufeld 16, im Baufeld 17 und im Baufeld 18. Und hier ist dann die Bahnhofshalle auch wieder zu Ende. Endet hier so, wie sie beginnt, mit der südlichen Brillenwand, die man jetzt aus der Perspektive leider nicht erkennen kann. Macht nichts. Und hier geht es dann weiter mit den Zulauftunneln im Bauabschnitt 1920. Hier vorne wurde jetzt vor kurzem endlich mal die Decke betoniert. Und da hinten wird es sicherlich auch nicht mehr lang auf sich warten lassen. Und übrigens, hier sieht man auch schon ganz gut, diese Aussparungen sind für Fußwege respektive Fluchtwege. Die Baustelle des Nesenbach-Zulaufkanals. Und zwar ist es ja so, dass der Nesenbach-Düker ursprünglich hätte sollen viel länger sein. Und zwar hätte hier das Oberhaupt sein sollen, wo das Wasser quasi nach unten fließt. Aber dann hätten wir einen viel größerer Fläche müssen in diese
Schichten einschneiden, die Trennschicht zum Mineralwasser, die Deckgipsschicht. Und deswegen hat man ein bisschen umgeplant, hat den Düker verkürzt, so dass er jetzt erst auf der anderen Straßenseite beginnt. Und hier braucht es jetzt halt dann noch einen Anschlusskanal zum neuen Oberhaupt rüber. Unter der Straße ist der schon fertig. Und wie man schön sieht, ist dieses kleine Stückchen jetzt auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Und damit man hier überhaupt trockenen Fußes arbeiten kann, hat man hier diesen schicken Umleitungskanal gebaut. Ja, das ist hier die Gefällestrecke des Nesenbach-Dükers. Das ist tatsächlich eine der kompliziertesten Teile der Baustelle gewesen. Und hier musste die Baugrube unter Wasser ausgehoben werden zum Teil, weil die mineralwasserführenden Schichten sind hier ganz nahe, beziehungsweise die Deckschicht darüber ist ganz dünn. Und um ein potenzielles Aufbrechen, Durchbrechen des Mineralwassers zu verhindern, wurde hier eben unter Wasser ausgehoben, der Rest der Baugrube. Das Wasser war dabei ein Gegengewicht, ein natürliches Gegengewicht. Und also der Nesenbach-Düker, also ist ein Abwasserkanal, der dem Tiefbahnhof im Weg ist. Hier ist dann der Anfang des Kanals. Da drüben haben wir uns vorher dieses kurze Zulaufstück angeschaut. Da vorne ist jetzt nun das sogenannte Oberhaupt. Im Oberhaupt wird das Wasser nach unten geleitet. Viele denken, es stürzt nach unten, weil das hier Gefällestrecke heißt. Das ist aber nicht ganz so wie ein Wasserfall. Das ist hier eher... Es gibt ein physikalisches Prinzip, das heißt, in zwei miteinander kommunizierenden Röhren steht das Wasser immer gleich hoch. Und das macht man sich hier zu eigen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass hier drin eine Strömung entsteht, eine gewisse Strömung. Und dafür braucht es ein Gefälle. Und zwar auch unterschiedliche Durchmesser. Jetzt ist es so, in normalen Kanälen hat man oftmals so eine Rinne unten im Boden, die sogenannte Trockenwetterrinne. Das ist so, wenn eben wenig Wasser kommt, dass das auf eine kleinere Fläche konzentriert wird und dann immer noch eine Strömung erzeugt, die potenziellen Schmutz kann forttragen. Und das ist natürlich in einem Düker noch viel wichtiger, weil wenn man hier unten mal reinigen will, dann muss man den Düker abstellen, muss ihn auspumpen, also ein riesen Galama, ihr könnt es euch denken. Und das macht man sicherlich nicht mal so einmal im Jahr und auch nicht alle zwei Jahre. Das möchte man eigentlich im Normalfall, glaube ich, so selten wie möglich machen. Und deswegen ist es wichtig, dass hier immer eine Strömung ist. Der Trick dabei ist hier im Düker, dass man unterschiedliche Rohrdurchmesser verwendet. Ja? Es gibt ein Rohr für heiße und sonnige Tage wie heute mit dem kleinsten Durchmesser. Dann gibt es ein Rohr für den feinen Landregen, wenn es mal ein bisschen regnet, ein paar Tage, aber nicht so dolle. Dann ist es ein bisschen größer.
Und dann, ihr Lieben, dann gibt es das Rohr für das Unwetter, für das Starkregenereignis, für quasi den Jahrhundertniederschlag, das Jahrhundertneuschwast, Hochwasser. Und das ist das hier. Und nur für dieses eine Rohr quasi, das zugegeben ziemlich groß ist, musste dieser immense Aufwand gemacht werden. Aber wie hat das mal ein Fan so schön gesagt, sollten die Mineralwasserquellen im Bad Cannstatt versiegen, da hört der Spaß halt auf, nicht wahr? Und ich habe es, glaube ich, vorher im Video schon mal gesagt, und falls nicht, sage ich es jetzt nochmal, schon, wo die allerersten Pläne gemacht wurden für quasi eine Schnellfahrstrecke, eine Fortsetzung der Schnellfahrstrecke von Mannheim nach Stuttgart, und zwar von Stuttgart nach, ja, das war damals noch ein bisschen unklar, da wurden ja verschiedene Varianten diskutiert, von Stuttgart nach Augsburg, von Stuttgart nach München, von Bloching nach Günzburg. Aber bei all diesen Varianten stand schon immer von Anfang an die Frage Mineralwasser im Raum. Wie ist das? Auch bei den Tunneln, die da geplant waren für die Schnellfahrstrecke. Wie ist das mit dem Mineralwasser? Ist das sicher? Kann man das machen? Und da gab es dann schon in den späten 80ern, frühen 90ern dann schon ein Gutachten der Universität Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht, wo man sich hier das halt einfach schon mal vorab abklopfen lassen, ob es denn überhaupt möglich ist. Und jetzt ist es so, die kritischste Stelle ist geschafft, hier dieses Rohr, diese Gefällestrecke, die Mineralwasserquellen im Bad Cannstatt sprudeln immer noch, und von dem her können wir jetzt, glaube ich, alle so langsam glücklich sein. Da vorne ist schon die Decke drauf. Ganz wunderbar zu erkennen, der Anschluss des Nesenbach-Dükers an den Bestand. Man sieht dann hier den Nesenbach-Düker, den neuen Nesenbach-Düker. Und hier wird jetzt inzwischen an der Verbindung gearbeitet. Und hier neben dieses weiß abgedeckte, auch das ist ein Umleitungskanal, weil der Nesenbach-Düker nicht außer Betrieb ist, der alte Nesenbach-Düker oder Kanal, sondern hier unterm Planetarium weiter vor sich hin plätschert. Und damit die Kollegen hier trockenen Fußes arbeiten können, hat man so einen tollen Umleitungskanal gebaut. Ja, hier erfolgt nun der Anschluss des Nesenbach-Dükers an den Bestand. Der Bestand ist konkret
hier vor uns daneben der Umleitungskanal und hier wird jetzt eben das neue Stück, das letzte Stück Kanal noch gebaut. Sieht hier mittig auch schon die Trockenwetterrinne, so eine Vertiefung, wo dann an heißen Tagen wie heute das Wasser fließt. Ja, was wir hier sehen, ist der Neubau des U-Bahn-Tunnels zum Hauptbahnhof, respektive momentan der Abriss des bestehenden U-Bahn-Tunnels. Und da ja die Haltestelle Staatsgalerie neu gebaut werden musste, müssen auch die Zulauftunnel verlegt werden.
die Katze macht sich lang. Ja, hier die Baustelle für den neuen U-Bahn-Tunnel. Nicht die beste Perspektive, aber das ändern wir auf der Stelle. Thank you.
und die neue Haltestelle Staatsgalerie in ihrer vollen Pracht. Ein Stückchen fehlt noch hier. Das kann erst gebaut werden, wenn der Bauabschnitt Nummer 21 dran ist. Der Fußweg im Weg. Ganz schön im Weg. Hier einen Blick in die neue Haltestelle Staatsgalerie. Ja, und hier stehen wir nun an der Abbruchkante, wie ich das Ding jetzt mal scherzhaft nenne. Der Bogen muss in Zukunft noch bis ganz hier rüber, wo das Plakat hängt, weitergeführt werden. Aber wie gesagt, erst wenn BA21 dran ist. Ja, Baustelle für das Verzweigungsbauwerk der SSB. Und man sieht immer weniger und immer weniger, weil es einfach nichts zu sehen gibt. Die Baustelle ist schon längst fertig. Hier treffen sich die neuen Tunnel der U-Bahn-Haltestelle Staatsgalerie mit den bestehenden Tunneln. Und um diese Baustelle, um diesen Verzweigungsbauwerk zu bauen, hat man Behelfsbrücken gebraucht. Und das ist jetzt der letzte Schritt, diese Behelfsbrücken wieder abzubauen. Auf dieser Seite hat man das jetzt erfolgreich abgeschlossen. Da wird wohl demnächst der Verkehr freigegeben. Und dann bleibt hier noch, ihr seht, dieses einsame Geländer. Dieses Stückchen muss dann auch noch raus, aber dann ist hier endgültig nichts mehr zu sehen. Liegt der Bauabschnitt 22 und zwar tief unten. Wir sehen hier oben den Stadtbahntunnel, den neuen, und darunter liegt der Bauabschnitt 22. Und hier sind wir jetzt genau wieder bei dem Thema mit S-Bahn überquerend und U-Bahn unterqueren. Ja. Hier musste der Bahnhofsdruck abtauchen, damit eben oben der U-Bahntunnel noch drauf passt. Und man sieht, der passt, ja, und der BA22 liegt unter ihm.
Und das hier zwischen wird dann später einfach alles auch mit Erde anmodelliert. In diesem Bereich ist ja dann später sowieso der große Ausgang. Wird sich hier noch ein bisschen verändern. Bauabschnitt 23 und beziehungsweise 24, also ein Stückchen 23 und viel 24. So, und jetzt haben wir den Bauabschnitt 25 erreicht, das Ende der Baustelle. Hier verschwinden die Tunnel wieder im Berg und deshalb verabschiede ich mich auch hier von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ansonsten gilt wie immer, Wünsche, Kritik, Anregungen, komm in die Kommentare. Und tschüss. Ich stehe hier auf der Sängerstaffel und hier hat mich gerade ein freundlicher Herr angehalten und es war ihm ganz wichtig, mal zu zeigen, dass das hier ein bisschen ungepflegt ist mit viel Müll und dass sich hier offensichtlich niemand zuständig fühlt, hat er geklagt. Er hat schon mit der Stadt gesprochen, Stadtreinigungsamt. Und die, also es war hier jetzt länger gesperrt für ein paar Jahre wegen der S21-Baustelle. Und jetzt ist es halt nicht wirklich sauber gemacht worden. Und die Stadt sagt, das ist ein Thema der Anwohner oder sind die Anlieger zuständig. Aber er meint, die Häuser hier sind leer und findet es schade quasi, dass das hier so aussieht und ich finde es eigentlich auch schade, dass die Leute ihren Müll nicht einfach in den Mülleimer schmeißen können. Das ist bedauerlich und ein Besen oder sowas würde sich hier, hätte hier auch was zu tun. Jetzt schon hier blicken, dann blicken wir mal rüber auf die Baustelle noch.